Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Grand Skies Hardcore Quest. So, ich habe mich jetzt hier zwischen den Parts ein wenig informiert. Wir haben... Nein, also Moment, ich schiebe jetzt erstmal kurz was ein, was wichtig ist. Und zwar nämlich, was ich gesehen habe, ist, wir brauchen hier drüben Strom, weil wir Redstone benötigen in nächster Zeit. Und das können wir nicht machen, weil ich drüben, also unten ein anderes Kabelsystem verwende. Und das hier möchte ich als Zwischenadapter benutzen. So, dann können wir auch wieder ganz gemütlich unser Redstone produzieren. Ohne dass es große Probleme geben sollte. Sagte er, und es funktionierte wahrscheinlich nicht. Ne? Ne? Komm schon. So. Oben kommt ein Input. Aha. Kein Input. Ne, aber wahrscheinlich ein entsprechender Output. Noch. Weil unten müsste ein Output geschalten sein. Automatisch. Ist es auch. Passt. Sehr schön. Gut. Er lädt sich auch schon wieder auf. Das heißt also, wir haben das ja auch schon mal geklärt. Das heißt, da drüben funktioniert jetzt alles wieder. Der Strom wird abgebraucht. Die Generatoren müssten laufen. Das heißt, ich darf jetzt die anderen Sachen auch wieder anklemmen. Sehr schön. Sehr schön. Hier vermehrt sich schon. Sehr schön. Passt. Das hier ist und bleibt angesteckt. Der hier wird jetzt wieder angesteckt. Und der war schon die ganze Zeit dran. So. Dann habe ich das jetzt auch noch zwischendrin gemacht. Dann kann ich jetzt hier auch mit Gemütlichkeit weitermachen. Das stecke ich noch schnell weg. Weil wir es nicht brauchen. So. Und zwar, ich habe ja erwähnt gehabt, dass ich bestimmte Spawner hier in diesem Spiel entdeckt habe, beziehungsweise ich sie fand. Und ich weiß jetzt auch wieder, wie sie heißen. Und zwar nämlich heißen die Autospawner. Hier, das Ding ist es. Es ist an sich nicht allzu komplex aufgebaut und jetzt auch nicht so schwierig zu machen, wie ihr seht. Das Problem ist nur, das Ding benötigt etwas, eine Flüssigkeit, die sich Mob Essence nennt. Und zwar dieser glitschige Zeug hier. Die Mob Essence. Davon generiert ein sogenannter Grinder, also Mob Grinder, oder allgemein nur Grinder. Nö. Bin ich jetzt blöd oder wie? Anscheinend, hier unten ist er. Grinder, ja, habe ich doch geschrieben. Seltsam. Egal. Aber wenn wir dieses Ding hier, was auch jetzt nicht so die Welt ist, aufzubauen, produziert dieses Mob Essence. Ich persönlich sehe da ein kleines Problem, aus dem einfachen Grund, wir brauchen Mobs, um ein bestimmtes Mob zu erzeugen. Das heißt also, wir zerstören Mobs, um neue, um ein gezieltes Mob zu erzeugen. Und wir kriegen aus jedem Mob 100 Mob Essence. Wir brauchen aber 150 Mob Essence, um welche zu spawnen. Das heißt, ich kann noch nicht einmal einen Zyklus bauen, ne? Einen Infinite Zyklus bauen. Das passt mir jetzt exakt nur so mäßig hinein, aber gut, das ist jetzt halt so. Bauen wir jetzt erstmal den Grinder. So, jetzt hat. Was haben wir von da? Die Sheets. Fängt schon mal geil an. Okay, wir brauchen davon einen. Haben wir jetzt. Wir brauchen Bücher. Bücher haben wir nicht. Ich habe doch irgendwo hier noch welche gefunden gehabt. Genau, hier war eins. Und ich erinnere mich, dass hier hinten noch was war. Genau hier. Sehr schön. Ich stelle jetzt mal kurz meinen zum Laden. So. Macht das mal im Hintergrund. Das heißt also, ich kann mich um die Bücher nicht mehr, muss ich mich nicht kümmern. Grinde. So. Die Tin Bars, da brauchen wir auch zwei von. Dann ist das auch erledigt. Was fehlt noch? Genau das hier. Die Resistance und das Invar-Schwert. Passt. Wir haben einen Grinder. So, dann, jetzt brauchen wir den Autospawner. Autospawner. Auch nettes Wörtchen. So, wir brauchen davon wieder einen. Dann
davon etwas? Haben wir nichts? Aber wir haben doch sicherlich so ein Glue, oder? Haben wir schon? Schneller. Wir haben auch nicht. Verdammt. Okay, ein Slime. Sapling hat man doch gesagt. Ich hab doch extra damals einen aufgehoben. Ich hab den extra als Reward gehabt. Oder hatte ich das vor? Ah, so verschwommen die Vergangenheit. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich guck mal nach. So. So, ich hoffe nur, dass es bei der Reparatur mit den ganzen Geschichten nicht irgendwie zu irgendwelchen Schwulitäten kam. Nee. So weit. So gut. Aber wo war jetzt das Slime-Sapling-Teil? Hm. Strange. Ich meinte, der war hier irgendwo. Ho. Habe ich mich jetzt ernsthaft so geirrt? Nein, hier ist er. Natürlich, ich hab den. Ich bin mir auch sicher, dass ich den eingesammelt habe. Wenn der jetzt verlöre. Wenn ich den jetzt verlöre. Ich bringe jetzt hier mal ein paar Sachen, die zum Kompostieren mal weg. Das stört mich jetzt hier ein bisschen, dass das so viel davon da ist. So. Nee, Redstone, das brauche ich noch. Kann man nicht genug haben. So. So, dann läuft das hinten auch weiter. Sehr schön. Das hier, wie gesagt, zum Kompostieren. Wird jetzt wieder ein bisschen Dirt erzeugt. Brauchen wir später sowieso. Hier kommt zu wenig an. Das ist doof. Das heißt, wir brauchen mehr. So viel zu tun. Alles mit Energie. Unser ganzes energetisches System. Für den Arsch. Und ich brauche jetzt hier dann auch noch Strom. Was die pflanze ich hier mal gleich aus Sicherheitsgründen schon mal rein. So. Ja. Passiert jetzt erstmal noch nichts, weil... Ja, ist nichts. Dann... nicht ablenken lassen, Korax. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich brauche Slime. Wo hab ich den gehabt? Hier ist er. Genau. Ich wusste es, dass ich ihn nicht versetzt habe. Okay. Das heißt, die Erde, die ich unten produziere, ist jetzt dann auch gut und schön, aber die brauche ich nicht, denn ich habe ja was auf Lager. Ich bin ja gut und gerüstet. Ich bin Deutscher. So, wo habe ich denn Dirt? Und Dirt, da haben wir es ja. Auch schön, wie viele Diamanten wir jetzt schon haben. Oh, wunderbar. Geht mir das Herz auf. So. Dann pflanze ich den mal hier hin. Geiler Sound ever. So, ich werde mir jetzt noch ein bisschen Bone Meal zusammenkratzen. Oder? Bone Meal? Bone Meal? Nix Bone Meal? Scheint dem so. Verdammt, ich habe nicht genug Bone Meal. Oder ist da noch was im Auto, was Activator drin? Ha, geil. Super geil. So, dann kann ich hier auch mal... Ich brauche unbedingt das bessere Jetpack. Das ist ja sowas von langsam, das Teil. Brutal. Okay. Okay, das kann ich nicht... Noch verdammt. Schade. Hätte ja funktionieren können. Moment, meine Hühnchen sind so wieder soweit paarungsfähig. Sie müssen wieder ausgeweitet werden. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, ob es vielleicht nicht schneller wäre, das Ganze über was anderes zu regeln. Bin mir jetzt da nicht sicher. So hieß das hier. Sawmill. An sich ist das Ding nicht teuer. Bauen wir mal. Okay, was mache ich hier gerade für die Leute, die jetzt fragen, Korax, was zur Hölle tust du da? Ich baue jetzt mir gerade einen kleinen Umweg. Sag bloß, es reicht schon von den Types schon wieder nicht. Gott verdammt. Muss auch wieder ein paar Types rausschmeißen. Das hier. Rubber Tree Sapling Seed. Dann. Was können wir jetzt auch nicht so annehmen? Wir brauchen das da.
Kopf muss so oder so raus. In diesem System hat der Kopf keinen Platz. Klingt vertraut. So. So. Ja, Sawmill, sehr schön. Und den Rest hier, da könnte ich eigentlich... Wie sieht's hier aus? Oh, hier geht's langsam wieder zur Neige. Den kann ich wegschmeißen. Den pflanze ich unten mal irgendwo hin. Den Kopf schmeiße ich auch weg. Und das hier pflanze ich einfach mal so nebenhin, weil es dahin gehört. So. Die Sawmill. Da brauche ich jetzt diesen Rubberwood. Die Sawmill pflanze ich hier auch mal irgendwo hin. Alter, das wird sowas von zugebombt. Ich brauche unbedingt einen besseren Platz für den ganzen Kram. Die macht ihren Job und macht daraus Planks. Die Planks kann ich dann verheizen. Und hier kommt ab und zu mal noch ein bisschen so... Genau, Ball of Glue. So. Diese Ball of Glue benötige ich. Und ich brauche jetzt sogar zwei davon. Moment. So. Zwei Ball of Glues. Dann brauche ich jetzt den Autospawner. Da ist er. Davon soll ich zwei von denen machen. Sehr schön. Magmatic Cream. Wie schaut's hier aus? Sehr gut, schaut soweit aus. Ja, yeah, wir haben jetzt unser Zeug schon beieinander. Wunderbar, das ging ja fix. Ah, schön, wenn schon wieder was funktioniert. So. Problemole ist, dass wir hier den Zwang haben, einiges zu... umzubauen. Das heißt, der Grinder wird jetzt hier erst einmal... Ja, ich werde da jetzt ein bisschen herumbasteln. So, es gibt mir wieder eine Bauphase on-cam. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Dann werde ich jetzt erst einmal ein paar von den... Wie heißen sie nochmal? Bricks, diese großen Dinger hier, ne? Stone Bricks Lab. Die kann ich auch gleich verarbeiten. Dann ist der Type auch draußen. Ne? Aus dem ME-System. Ich kann das nicht die ganze Zeit haben. So, dann ist der Type draußen. Die Clean Stones passt wunderbar. So, könnte ich auch gleich den Wand wieder hernehmen. So. So, ich baue hier den Spawner gleich hier oben mit drauf. Und ja, das sollte dann eigentlich so halbwegs funktionieren. Zumindest so halbwegs nach Plan. Dann wird das hier der Monsterturm. Unten wird das Zeug abgebaut, also das Zeug ist die Monster abgebaut. Und oben werden dann das richtige Monsterviech gespawnt. Und ja, wir kriegen dann daraus Bone Meal. Das kann ich nicht schmeißen. So. Das sollte ein wenig von der Effizienz her die Steigerung bringen. Aber auch ein wenig nur. So. Den ersten Rahmen muss ich noch ziehen. Weil da unten sind ja Plättchen. Da ist der Wand ein bisschen verwirrt. Der kommt mit Platten nicht ganz so klar. So. Sehr schön. Dann, zack, zack, zack. Genial. Und da gehen wir schon das Zeug aus. Nein, verdammt. Verdammt. Ah, sind aber allgemein ein paar Probleme mit dem Punkt. Nein. So. So, komm her. Zack, zack. Und zack. Schack, Schirack, Wolack. So. Dann Bastelan hier. Ah, das ist auch 4 hoch. Das heißt, ich kann hier auch einfach mal so dicht machen. Das Licht in dem Fall ist jetzt vollkommen wurscht, denn der liebe Autospawner ist lichtunabhängig, was mir nur sehr zugute kommt. Weil das heißt, ich kann da drin Licht machen, ohne dass es mich jetzt besonders stört. Ja, verdammt, jetzt passt schon wieder nicht die Anzahl. Ich brauche ein bisschen Cleanstone. Nein, nein, nein. Immer diesen Aufwand, den man betreiben muss. Oh. Zack, kann ich wieder ein bisschen Rubber erzeugen. Mal wieder. Bisschen was. Zack, zack. Bin wieder oben. Wunderbar. Redstone Furnace. Meine Redstone Furnie. Furnaces. Redstone Ulfen. Bleiben wir beim Deutschen. Bleiben wir beim Deutschen. Dann ist es weniger problematisch mit der Aussprache. Und ich brauche was zwischen die Kiefer. So. Nein, da brauchen wir 3. Brauchen wir ein ganzes Stack von. Passt. Dann ist das auch wieder verbraten. So, während da hinten im Hintergrund gemütlich Baking Bread gespielt wird, beziehungsweise Breaking Cobblestone, schiebe ich mir das Bread in die Nase.
Jetzt soll ich hier auch mal ein paar Bricks, damit das Ganze auch vonstatten geht. So. Wunderbar. Machen wir hier dicht und machen wir auch gleich einen Deckel drauf. Also ein Licht drauf. So. Wunderbar. Dann sollte auch das bald weniger das Problem sein. Dann mache ich hier auch ein kleines Türchen hinein. So. Das hier kommt weg. Und hier wird wieder schön ausgeleuchtet. So, und jetzt kann ich den Autospawner hier hinpflanzen. Weil der braucht nämlich ein paar kleine Sachen. Er braucht Strom, er braucht die Essenz und er braucht ein Safari-Net. Und zwar in dem Fall ein Reusable. So, Reusable Safari-Net. Da ist es. Dann, ich brauche Kabel. In dem Fall kann ich Harrodet verwenden. Das heißt, ich kann die wiederverwenden. Sehr schön. Ich frage mich nur, wo ich dann die normalen Redstone, Leadstone Kabel wiederverwenden soll. Ach genau, die brauche ich ja für die... Ah, ist schon wurscht. Die brauche ich für die Redstone Fanny. Nicht für die Redstone Fanny, sie fix. Halt, Korax. Halt doch mal kurz deine Klappe und denk nach, was du sagst. So. Die sind gut. Für die Harded. So. Wo tue ich die am besten, dass die Stromkabel raus haben? Wo soll die Stromtrasse hin, meine Freunde? Auf jeden Fall nicht durch Bayern. Irgendwie war da das unter Diskussion, ne? Na, egal. Wir haben manchmal einen Dickschädel, der nicht ganz so interessant und optimal ist. Naja. Stromtrasse, das Problem schlechthin in Bäumen. Als ob wir nicht größere Probleme hätten. Naja, egal. So. Jetzt bauen wir nochmal kurz ab. Den Spawner möchte ich jetzt nämlich an der Stelle nicht ganz so dort haben. Den stelle ich hier hin, dann ist es optimaler vom Platz her. Dann kommt, ich glaube, hier war das, wo ich den Kabel hingelegt habe. War das hier? Nee, hier war's. So, hier wäre zwar eher Mitte gewesen, aber wurscht. Ah, ich mache hier noch einen Knick, nein. Aber wenn er schon gescheiden, Herrschaftszeiten. Korax, du baust mir wieder richtig einen Müll dran, wenn du redest und versuchst gleichzeitig zu denken, inkompatibel. Dann hört sich das im Hirn an. Finding Disk Error. Da siehst du schon mal, mein Hirn läuft noch auf Disketten. So. Strom, passt. Essence, noch nicht. Scheiße. Gut, aber die Essence, die kommt ja direkt von unten. Das heißt, die kann ich eigentlich auch hier gleich abgeben. Das war irgendwie mit Licht, ne? Das war ja ein Problem. Ein Problem. Das heißt, ich muss hier mal kurz die Köpfe entfernen. Hier, komm schon. Weg mit euch. Hohle Köpfe. Beziehungsweise ehemalig volle. So. So, hier muss eine Kiste hin. Und da brauche ich eine etwas größere Kiste. Und zwar baue ich erst einmal das Ganze so. Ist das oben schon angeschlossen? Nein, noch nicht. Verdammt. So. Ich habe eine normale Kiste. Dann tausche ich das gegen diese Kiste aus. Weil ich werde da nämlich immer wieder mal länger nicht dran kommen. So. Komm schon. So. Dann kommt der ganze Fischkram da mal rein. Der Fishy Things. Thanks. Die Köpfe schmeißen wir jetzt offiziell weg, weil ich habe keine Verwendung mehr dafür. So, weg damit. Bis auf den Enderkopf, den behalte ich mir noch. So, den einzelnen da auch. Enderkopf, den pappe ich mir hier über den Eingang. Ich will das hier auch irgendwann mal schließen, aber momentan muss ich noch zu oft rein und raus. Genau, die Kiste. Pappen wir hier hin. Strom braucht das Ding ja auch. Und es braucht auch Ducts. So. Das heißt, ich brauche hier... Ich muss mich beeilen, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich brauche Fluid Ducts, um die Essenz da hoch zu pumpen. Na, komm schon. So. Ja, mach mal kurz frei da. Das ist mir vielleicht gerade ganz recht. So. Das Duct kommt hier hin.
Ist Duct eigentlich lichtdurchlässig? Das ist eine gute Frage. Ist ein Duct lichtdurchlässig? Das ist eine gute Frage. Muss ich nachher mal nachgucken. Wäre nicht ganz uninteressant zu wissen. So. Das heißt, ich verlege jetzt hier mal den ganzen Klabunschka mal hin. So. Ich habe so eine überempfindliche Maus, so ein überempfindliches Mausrad. Darum bin ich hier auch immer wieder so ein bisschen arg am Rudern, um das Ganze schön hinzukriegen. Die Leute fragen mich dann auch immer, Alter, was machst du mit deinen Fingern? Du verkrüppelst dir. Ich bin das gewohnt, tut mir leid. So, Strom braucht's auch noch. Herrschaftszeiten, was brauchst du alles, Junge? Okay, das verlege ich außenrum. Ja, das wird jetzt erst einmal noch ein etwas hässliches Teil, aber ich habe exakt auch nicht vor, das die ganze Zeit dort laufen zu lassen. Daher verzeiht mir das, Jungs und Mädels da draußen. So, dann kommt das hier hin. Keine Panik, du wirst noch früh genug gegrindet. Hier zum Beispiel. Und es ist schon passiert. Wunderbar. Gut, dann müssen wir uns jetzt mal darum kümmern, dass das mit dem Spawning wieder besser wird. So. Kann ich dann die Kiste überhaupt noch aufmachen? Nein, verdammt. Kann ich nicht. Nein. Gott verdammt. Verdammisch. Das funktioniert ja so nicht. Das ist natürlich eine ineffiziente Sache. Und wie sieht's hier eigentlich dann mit dem den Monster-Spawner aus? Der eidelt so ein bisschen vor sich hin. Das müsst ihr jetzt auch noch ein bisschen demnächst aufpassen, falls er doch noch was spawnt. Wie kriege ich das jetzt hier hin, dass es dunkel wird? Ich würde mal sagen, ich baue jetzt mal ganz profan einen Stein drauf. Und hier mache ich dasselbe. Aber ich mache jetzt hier einfach nur was aus dem Provisorium hin. Ja, ich weiß, ihr könnt das Wort schon nicht mehr hören. So, ich hoffe. Ist das dunkel? Ich check mal kurz ab. Es ist dunkel. Sehr schön. Das heißt, ich gehe mal hier wieder raus. Nein! Verdammt, ich habe mein Zeug kaputt gemacht. So. Komm schon her. Zack. So, dann baue ich den Kasten hier nochmal auf, mache noch eine Testrunde. Mit euch, natürlich. So, mach hier mal kurz dicht. Verschöne das dann alles dann nach zu gegebener Zeit. So, jetzt muss ich mal kurz wegfliegen. Ein bisschen auf Distanz gehen. Das Zeug lagere ich immer gleich ins ME-System wieder ein, weil ich werde es jetzt nicht mehr brauchen wahrscheinlich. Das hier, alles ins ME-System. Ja, das kann ich hier auch gleich reparieren, wenn ich hier so by the way bin. So. Repariert. Das selber mache ich auch mit der Axt. Kann ich das hier auch so? Na, kann ich nicht, schade. Okay. Dann, das Buch hat nicht mehr Platz im ME-System aufgrund der Types. Verdammt. Der Wooden Wand müsste eigentlich auch wieder rein. Das sind so die Types. Ich muss mich unbedingt darum kümmern. Ja, ich werde es tun. Ja, ich werde tun, was ihr mir befehlt. So. Oh, das darf jetzt nicht spawnen. Okay, es ist auf jeden Fall schon mal ein Skelett da. Und ich glaube, es ist... Jo, es ist oben. Sehr schön. Das heißt, ich bräuchte eigentlich noch einen zweiten Grinder. So, ich pflanze mich mal gemütlich hier hin. Ich beende den Part und ich gucke in der Zwischenzeit mal nach, ob das funktioniert hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vierte Gott, ihr seht das Ergebnis im nächsten Part.